So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Ocarina of Time. So, Kakariko. Es ist immer so spät, da muss wenn ich aufnehmen. Oh Mann. Richtig schöne Musik. Hi. Es ist jetzt 9 Uhr 9. Die richtige Zeit, um dir etwas über das Dorf zu erzählen. Findest du? Zeldas Dienerin, die mächtige Impa, erbaute dieses Dorf für einfache Leute wie uns. Noch wohnen hier wenige, aber eines Tages wird es genauso lebhaft sein wie in Hyrule. Oh ja, das wird es. Steige die Stufen im Norden des Dorfes hinauf. Dort gelangst du zu dem Pass, der zum Todesberg führt. Aber du brauchst des Königs Erlaubnis, um diesen Weg nehmen zu können. Das hab ich, mein Freund. Hi. Komm mal mit. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber ich schmeiß hier trotzdem schon alles da rein. Weil man die ganzen Hühner reinwerfen soll. Alle, die hier so frei rumfliegen, rumrennen. Aber können wir uns eigentlich auch später darum kümmern. Na gut. Eins würde mich aber interessieren. War das das gruselige Haus? Nee. Ich bin falsch. Wo war das jetzt, Leute? Das ist noch ein Hütchen. Komm her. Und zack. Ja, ist ja falsch, ne? Ja, stimmt, ich muss von dem Haus da oben springen. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Jetzt würde ich mich aber schämen, sollte ich mich aber. Ganz vergessen, Stoppuhr anzumachen. Moment, machen wir hier nach. So, auf geht's. Zack. Komm. So. Da ist noch eins. Bleib hier. Bleib hier. Immer diese Hühner hier. Moment. So. Jetzt habe ich die Stoppuhr auch angemacht. Wie viele fehlen denn noch? Prima, du bist ein echter Hühnerfänger. Bring doch auch die anderen drei zurück. Drei Stück noch, willst du mich verarschen? Da hinten ist noch eins. Ach, jetzt lädt mich doch am Arsch. Nee, bringen wir später. Kriegen wir nämlich so, auch so ein Huhn wieder. Also ein blaues. Ich habe keine Ahnung mehr, wofür das gut war. Aber sicherlich brauchen wir das jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Aber... War das das Haus? Nein, oder? Nee. Das hier? Nein. Ach, das da hinten war das. Ich würde das nämlich mal mit den Skulpturen interessieren, wie viele ich dafür mal brauche. Weil dann kriegst du immer so schöne Sachen, glaube ich. Hier war das, oder? Mein Kopf juckt. Ja. So. Hi. Reden. Wir sehen so aus, weil wir... Aha. Suche nach den... Aha. Aha. Okay. Ist auch einer von denen. Arg, ich bin verflucht. Wie viele braucht man denn? Arg, ich bin verflucht.
Bist du in den Fluch werden, wirst du reich belohnt. Zack. Zack. Hahaha. Nein, okay. Ja, die wurden verflucht und diese goldenen Symbole, die wir halt immer gefunden haben, vor diesen Spinnen, mit denen können wir die dann halt wieder so befreien. Aber ich weiß selber nicht, wie viele das nochmal waren. Also wie viel man braucht. Aber werden wir ja sehen. So. Bum, 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 bum. So, mein Freundchen, du willst uns nicht durchlassen, dann kriegst du diesen. Ups. Dann kriegst du das hier. Oh, das scheint. In der Tat, es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Fanny. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei. Du kannst passieren, Zwergenheld. Du kannst passieren, Zwergenheld. Hahaha, ha, 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 hat der Maul, Alter. Ich piekst hier mit deinem Scheißstock den. Ach, egal. Mach's noch langsamer. Dankeschön. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann laufe ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht man zurzeit Leder. Ja, ich weiß deswegen, da wollte ich ja vorhin schon hin, aber da war er ja irgendwie nicht da. Ja, ja. Mal bringe ich dir mit. Ja, bringe ich dir mit, wenn ich dahin gehe. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Ja. Das ist in Ordnung. Ich bringe dir eine mit, wenn ich da hingehe. So. Ich habe mich immer noch, warum wir so ein Deko-Shade gekriegt haben, wenn das sowieso, wenn wir sowieso ein anderes brauchen. Finde ich doof. So. Dö, 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 dö. Auf geht's. Sind auch schon die ersten bösen Spinnen. Hier. Ah, okay. Rubin brauchen wir sowieso nachher fürs Schild. Also können wir die auch schön kalt machen hier. Da, da, da. Alles klar. Zack, 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 zack. Und ist gut, Junge. So. Hier auch noch. Bam. So, ab weiter nach oben. Tün. Hey! Hi! Man sagt, was? Ja, egal. Zack, 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 zack. Warum? Ich habe immer noch nie, bis jetzt noch nicht verstanden, warum Navi das immer macht. Warum geht er mal zu diesen grünen Punkten? Ich verstehe es nicht. Oh! Knapp daneben, also auch vorbei. Hier ist zum Beispiel euch auf, wenn man so ein Regenlied macht, ist dann hier auch ein Loch. Tschüss. Hey, cool, drei Herzen. So, ab zu den Goronen. Was genau wir hier nochmal machen? Ach ja, stimmt ja. Ich weiß es wieder. Dum, 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 dum. Dum, dip, 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 dip. Tip du du tip 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 du du tip 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 tip. So.
So, jetzt geht das auf. Wir gehen hier rein. Ups. Wir gehen hier rein. Und wer ist da? Der König der Goronen. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumen, bla bla bla, und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei. Dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Komm. Ach. Denn nicht. Aber man muss doch auch irgendein Lied spielen, ne? Ja, aber ich hab das Lied noch nicht. Wie war das? Ne, das war Epona. Wie war das Lied nochmal? Aber das kann ich hier noch gar nicht spielen, weil ich das noch gar nicht hab. Hey, lol. Nein. Das war das falsche Lied. Ich brauche nämlich das von den Kokiris. Hm, ganz gut, aber in einer Art von Musik. Ja, ja, ich weiß. Ja, da muss ich nochmal zum Kokiri weiter, aber wie kriege ich das Lied nochmal? Hm. Rede mit mir. Ich bin so hungrig, ich kann an nichts anderes mehr denken. Suche Darunia auf, um Antwort auf deine Fragen zu finden. Zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt. Dann kann er sehr abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufheitern kann. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer er ein Lied hört, muss er tanzen. Ich kann mir bla bla... Was? Ich kann mich erinnern, dass Darunia besonders die Musik des Waldes mochte. Das waren noch Zeiten, die Musik weckt in mir Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind ein Symbol des Lebens in Goronia. Würden sie alle brennen, wäre es hier sicher wieder schön. Ja, das ist kacke, ne? Okay. Mhm. Stimmt, wenn ich alle Fackeln zum Brennen bringe, würde das Ding sich in der Mitte hier, glaube ich, drehen. Also immer so bewegen. Aber was genau das jetzt auf sich hat, weiß ich auch nicht mehr. Hi. Ach, egal, ich lasse den mal wohl. Schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Was uns hier so weiterbringen würde, könnte. Hey. Ah, scheiße, stimmt, geht ja noch alles gar nicht. Oh, Mann. Wie mache ich das denn jetzt? Müssen wir jetzt echt nochmal zum Kokiri weit zurück? Das ist doch zum Kotzen, das dauert doch alles viel zu lange. Wo geht's denn hier lang? Achso, hier kommen wir ganz nach oben. Okay. Okay. Oh, ist einfach ein Riese. Den kann man doch auch irgendwie aufhalten, aber wie war das nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Lesen. Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Oder gewohnt. Ja, leider können wir aber noch keine Donnerblumen benutzen. Ja. Hm. Warte mal. Los jetzt, schneller. So. 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 Zack. Ah, sag ich, jetzt dreht sich das Ding da. Aber das tut uns natürlich noch nichts. So. Und jetzt geht auch noch das Teil da auf. Raus.
Und hier kann man sich Ausrüstung kaufen. Okay, Bomben. Nehmen wir mal Bomben. Ah, ich habe noch gar keine Bombentasche, ne? Oder kann ich die trotzdem kaufen? Nee. Tut mir leid, die Bombe hier ist nur eine Attrappe. Die echten sind ausverkauft. Achso. Oh. Okay. Na, dann müssen wir wohl zum Kokiriwald zurück. Und dann mal schauen. Okay. Alles klar. Was sagst du mir hier? Nanu, nur selten verirren sich Leute hierher. Wovon kommst du? Oder woher kommst du? Aus dem Wald? Was ist das Wald? Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen? Das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Dekokerne noch Dekonüsse. Und selbst Dekostäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen? So drücke A, bevor er ganz so... Ah, ich weiß. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir jetzt einfach woanders... Hey, mein Sohn ist gerade wach geworden, aber ist ja nicht so schlimm. Mach das Mikro mal ein bisschen leiser. Moment, ich mach mal so lange stumm.